Ja, sicher, da sind wir uns einig. Das stimmt, ich war mal mit ihm verheiratet. Das werden Sie doch nicht verwenden, oder? Ja, er hatte zu der Zeit ein paar psychische Probleme, wissen Sie? Eine gespaltene Persönlichkeit. Ich glaube allerdings nicht, dass er sich irgendetwas hat zu Schulden kommen lassen oder dass die Bewohner von Santa Barbara ernsthaft besorgt sein müssen, dass es zu einem Rückfall kommt während seiner Amtszeit. Nein, für solche Ängste gibt es auch nicht den geringsten Anlass. Nein, da unterstellen Sie mir etwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass Robert Barr den Keppels damals das Unternehmen abgenommen hat. Zum geschäftlichen Versager macht ihn das bestimmt nicht. Das hätte jedem passieren können. Entschuldigen Sie, hier klingelt. Hoffentlich reichen Ihnen die Auskünfte. Wiederhören. Ethan? Hallo, komm Gina. Rein. Schön, dich zu sehen. Ich muss mit dir persönlich sprechen. Entschuldige meinen Überfall. Du musst dich nicht ich anmelden. Ich hätte gern gewusst, was das hier zu bedeuten hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Du wolltest Schön, mich sehen? Schön, dass du da bist. Also, was gibt's? Eigentlich hatte ich darauf gehofft, dass du mir das erklärst. In Erinnerung an unsere frühen Kindheitsrituale fällt mir wieder ein, ich habe dich zuerst gefragt. Ich sah gestern das Interview mit Ethan Asher und dir. Wirst du mich wählen oder nicht? Um ehrlich zu sein, ich verstehe nichts mehr. Erst behauptest du, du willst unbedingt Bezirksstaatsanwalt werden, so als gäbe es nichts anderes auf der Welt für dich. Und plötzlich, da benimmst du dich, als sei dir das Ganze völlig egal, dazu noch im Fernsehen. Was soll denn der Unfug? Wie es scheint, warst du nicht sehr beeindruckt von meinen Antworten. Niemanden hast du beeindruckt, wenn du es wissen willst. Hättest du die Freundlichkeit, mir zu erklären, wieso du die Wahl verlieren willst? Julia, du musst mir versprechen, dass keiner davon erfährt, was ich dir jetzt anvertrauen werde. Ich erwarte von dir, dass du mich genauso behandelst wie jeden anderen Klienten. Ich versichere dir, Mason wird nichts erfahren. Davon darf niemand aus der Familie erfahren. Ist ja gut, keine Sorge, ich werde es für mich behalten. Also, was ist los? Mein Büro ist eingebrochen worden heute Nacht. Hast du die Polizei schon angerufen? Nein, und die würden sowieso keine Fingerabdrücke finden. Ich weiß ja auch, wer es gewesen ist. Tonnerre? Ja, und danach hat er gesucht. Du und Robert Barr, ihr habt eine Firma gegründet? Oh, es war seine Idee. Was soll das? Wieso gibt er dir so viel Macht? Das kann ich dir auch nicht sagen. Er will sich selber schützen, glaube ich. Etwa vor Tonnerre? Die Sache wird mir zu heiß und ich will aus der Geschichte aussteigen. Und was hält Robert davon? Er weiß es noch nicht. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Darf ich erfahren, was du hier suchst? Da bist du ja. Ich habe dich gesucht. Ich dachte, du seist in diesem Gang. Da war ich auch. Klar, wenn man so lange wie du hier unten ist, kennt man alle Schleichwege. Was willst du? Ich finde, für das, was du zahlst, könnten die Leute hier unten mehr leisten. Brauchst du nicht einen neuen Vorarbeiter? Du hast erst vor ein paar Stunden hier angefangen und willst schon befördert werden? Ich bin doch nicht blöd und lass mir so eine Gelegenheit entgehen. Das wirst du mir wohl ein wenig genauer erklären müssen, Chance. Du lässt hier in dieser Mine vier Männer die Arbeit von zweien verrichten. Dabei ist hier unten schon sowieso so wenig Gold in den Adern, dass sich der Aufwand kaum lohnt. Das ist ja wohl das Letzte. Jetzt fängst du also auch noch an, mich über meine Arbeit zu belehren. Nein, ich hab dir eigentlich nur helfen wollen, nichts weiter. Vielleicht bist du mir ja auch irgendwie anderweitig ganz hilfreich. Ich wüsste da was. Ein Mann wie du hat doch sicher viele Talente. Kostprobe gefällig, Was um alles in der Welt sucht dieser Kerl hier im Sperrgebiet? Kannst du mir das mal sagen? Wie heißt du? So, mein Freund. Jetzt unterhalten wir beide uns.
Also, zunächst will ich wissen, für wen Sie arbeiten, ja? Fürs FBI. Sie versuchen wohl Witze zu machen. Hör auf, tu's nicht. Wir spielen gleich russisches Roulette. Sie wollen wissen, was hier läuft? Dann fragen Sie Ihren Freund. Schließlich hat er meine Diamanten mitgehen lassen. Hast du seine Diamanten gestohlen? Nein, und ich weiß auch nicht, was er... Schön unten bleiben, klar? Ich habe mir nur zurückholen wollen, was mir sowieso gehört. Ja, und wo haben Sie, wenn man fragen darf, Ihre Besitztümer erworben? Rick, die sollen einen Streifenwagen schicken, und zwar schnell. Ruf im Präsidium an. Schnell, bevor ich von meinem Recht als Bürger Gebrauch mache. Und dann ist dieser Kerl ja nur noch Kleinholz. Ruf an! Was für einen Grund sollten die Bullen haben, mich mitzunehmen? Stellen Sie sich nicht blöder an, als Sie sind. Bewaffneter Raubüberfall. Diebstahl können die Ihnen garantiert auch noch nachweisen. Da fällt mir gerade ein, habe ich Sie heute Nacht nicht in ein Lagerhaus einsteigen sehen, aus dem Sie ein paar Unterhöschen haben mitgehen lassen? Oder waren das vielleicht Ihre? Wofür werden Sie dann wohl erst Ihren Freund verhaften? Das werden Sie nicht. Was ich wissen will, erfahre ich sowieso nicht von ihm. Das kriege ich aber aus Ihnen raus. Wollen Sie nicht endlich aufgeben, Castillo? Hä? Sie sind gar kein Bulle mehr und nach dieser Aktion nehmen die Sie auch garantiert nie wieder. Was wissen Sie über meine Entlassung noch alles? Na, das, was jeder auf der Straße weiß. Dass Sie erledigt sind. Für wen arbeiten Sie und warum? Ich hatte eine Frage gestellt. Für wen arbeiten Sie? Hör doch auf damit, das hat keinen Sinn. Also gut, aber Sie werden bluten, Freundchen. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Das könnte Ihnen so passen. Ich habe mich nur bemüht, ein bisschen ungezwungen und spontan zu sein. Der Wähler schätzt ein gewisses Maß an Aufrichtigkeit. Zugegeben, vielleicht habe ich ein klein wenig übertrieben. Wie nennst du das? Aufrichtigkeit? Seit wann interessierst du dich so für meinen Wahlkampf, hä? Hör mal zu. So gut kenne ich dich, dass ich weiß, dass bei dir alles eine tiefere Bedeutung hat. Dankeschön. Ich denke, du machst das, weil du dich an Daddy rächen willst. Wieso dreht sich bei uns eigentlich immer alles nur um unseren Vater, verdammt nochmal? Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Ihr habt nur noch Streiter, habe ich mir gedacht, dass du vielleicht... Was, dass ich die Wahl vorsätzlich in den Sand setze, nur um den Namen Capwell zu beschmutzen? Das weiß ich nicht, aber irgendeinen tieferen Sinn muss das Ganze haben. Da ist nichts Geheimnisvolles dran, wirklich nicht. Ich will Bezirksstaatsanwalt dieser Stadt werden und dafür kandidiere ich, ohne allerdings jedes einzelne Wort, bevor ich es ausspreche, noch dreimal umzudrehen. Du hast nicht die mindeste Chance. Danke, Schwester, du hast so etwas Ermutigendes. Soll ich dir beim Wahlkampf ein wenig helfen? Nein, du hast schon genug um die Ohren. Du musst dich um die Kinder kümmern und Cruz braucht dich sicher auch, jetzt wo er einen Job sucht. Schon gut, es war ja auch nur ein Angebot. Vielen herzlichen Dank. Jetzt muss ich aber wirklich noch ein paar Hände schütteln gehen, sonst verliere ich zu guter Letzt doch noch. Einen Augenblick mal. Ich wollte dich noch was fragen. Ich weiß, dass du, als du weg warst, versucht hast, Capwell Enterprises für die Familie zu retten. Hast du das noch immer vor? Du weißt doch, man kann immer nur einen Schritt nach dem anderen machen. So, jetzt muss ich aber los. Kann ich die Gesellschaft denn nicht einfach auflösen? Nicht ohne Robert Barrs Unterschrift. Na, dann kündige ich. Ja, nur nach diesem Vertrag hier hast du auch eine Menge an Verbindlichkeiten. Will eine der Parteien aus dem Vertrag raus, so muss sie die jeweils andere mit einer beträchtlichen Summe abfinden. Und wie hoch ist die Summe? Sie berechnet sich aus dem Gesamtvermögen der Firma. Es sind allerdings mindestens 20 Millionen Dollar. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist lächerlich. Da sind wir uns ja einig, aber du hast eine Unterschrift geleistet. Du musst dich also an die Vertragsbedingungen halten. Wie sieht das Firmenvermögen überhaupt aus? Ach, unter anderem ein paar Hotels und ein bisschen Bauland. Was verspricht Robert sich von dieser Klausel? Das liegt doch wohl auf der Hand. Zum Ersten, damit du nicht so einfach aussteigen kannst, für den Fall, dass sich irgendjemand unter Druck setzt. Zum Zweiten, das Vermögen ist jetzt für alle Zeiten unantastbar. Nur verstehe ich einfach nicht, wie du dem Vertrag zustimmen konntest. Das kann ich dir leider auch nicht erklären. Ich bin da reingeschlittert. Ich war einfach blöd. Kannst du nicht ein Schlupfloch finden, wie ich da wieder rauskomme? Also gut, ich gehe den Vertrag in aller Ruhe nochmal durch. Nur würde ich mir keine Hoffnungen machen. So wie ich Barr kenne, lässt der Mann dir bestimmt kein Schlupfloch. Ach, ich bin unheimlich wütend auf Robert. Weiß denn noch irgendjemand davon? Nein, nur Robert und Tunnell. Und wie sieht es mit Tunnells Komplizen aus? Craig Hunt? Ja, der weiß mit Sicherheit auch was. Tja, Kelly, Capwell und die drei Wölfe. Oh, wie konnte ich nur so blöd sein? Es ist nicht zu fassen. Ach, weißt du, ich verstehe unheimlich gut, dass du alles versucht hast, um Capwell Enterprises zu retten. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass Barrs Angebot erstmal attraktiv geklungen hat.
Wenn mir irgendwas zustoßen sollte, geht die Hälfte des Vermögens an die Familie. So kann er die Grundstücke immer noch vor Tonnell retten. Na, jedenfalls danke ich dir sehr, dass du mir zugehört hast. Und falls du irgendeine Chance siehst, dass ich da rauskomme, ruf mich an. Ich muss jetzt los. Warte. Wir beide wissen sehr genau, wozu Tonnell fähig ist. Sei vorsichtig und tu nichts Unbedachtes. Ich wüsste nicht was. Hier, das klingt sehr exotisch. Weißt du, was sich dahinter verbirgt? El Diabolo? Ach, das ist ein Berg mit einer Mine drin. Was denn für eine Mine? Gold, soviel ich weiß. Es wird dort aber seit Jahren nichts mehr gefördert. Was ist denn so Besonderes an dem Teil der Mine? Wer zum Teufel sind Sie überhaupt? Sie sind entweder dreist oder nur blöd. Ich bin Ihr Vorarbeiter. Das kann er nun wirklich nicht wissen. Ich habe ihn erst heute eingestellt. Für den Sektor etwa? Nein, er arbeitet in Sektor 3. Hier haben Sie nichts zu suchen. Gehen Sie. Können Sie die Schilder nicht lesen? Doch, lesen kann ich. Verschwinde, geh wieder an deine Arbeit. Los. Wo hast du denn den aufgegabelt? In der Stadt. Der ist doch nicht vom Himmel gefallen. Was hast du denn gegen den Mann einzuwenden, hä? Uns sind schon so viele Arbeitskräfte abhandengekommen. Wir müssen nehmen, was kommt. Und wenn wir nicht langsamer machen, verlieren wir noch mehr. Wir können nicht noch weniger produzieren. Wir haben nur noch bis zum 15. Zeit. Wir müssen für Tonnells Ankunft bestens vorbereitet sein. Mason ist hier aufgetaucht und hat mir einfach unterstellt, dass ich vorhabe, seiner politischen Karriere zu schaden. Ich wusste vor lauter Schreck gar nicht, was ich sagen sollte. Schließlich war er mal mein Mann. Es war schrecklich. Er hat mich wie eine bösartige Person behandelt, die versucht, seine Karriere zu ruinieren. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist nicht dein Stil, aber dann ist mir dieses Bild in die Hände gefallen. Und da konnte ich eben nicht anders. Sei bitte nicht böse. Ich bin ja nicht deshalb wütend, weil du immer noch für Mason Gefühle hegst. Mir gefällt einfach nicht, wenn im Wahlkampf auf so eine persönliche Art und Weise taktiert und gedreht wird. Ich gebe ja zu, das war die Chance, auch mal die Capwords zu demütigen. So geht das nicht. Du machst aus meinem Wahlkampf deinen Privatkrieg. Du wirst die Wahl gewinnen. Ich wollte dir doch nur dabei helfen. Einen kleinen Augenblick mal. Du musst endlich eins begreifen. Ich möchte diesen Wahlkampf auf meine Art und Weise führen. Ich akzeptiere nur saubere Methoden und ich bin nicht gewillt daran, etwas zu ändern. Ich finde dich einfach unglaublich. Du bist immer so ehrlich und anständig. Keiner der Politiker besitzt deine Integrität. Das ist nun wirklich zu viel des Guten. Ich finde, du übertreibst ein wenig. Das finde ich nicht. Du bist toll. Bei unserer ersten Begegnung fand ich dich überhaupt nicht toll. Ich habe dich für total verklemmt gehalten. Das war ich, glaube ich, auch. Doch in der letzten Zeit hat sich das verändert. Das finde ich auch. Sicher weißt du es nicht. Doch du hast beträchtlichen Anteil daran. Ach ja. Vielleicht erinnerst du dich noch an unseren Tanz in deinem Büro. Das war, als hätte sich eine Tür für mich geöffnet. Und dieser eine Abend. Sag jetzt nichts. Gina. Bitte, Ethan. Hallo. Du wolltest mich sehen? Ja. Ethan und ich waren gerade dabei, noch einige Details für den Wahlkampf zu klären. Na ja. Nicht schlecht, das Poster von dir und Mason. Damit hat Ethan aber nichts zu tun. Das habe ich auch nicht gedacht. Entschuldigung, ich habe noch einiges im Büro zu erledigen. Ich ruf Sie nachher an. Ja. Machen Sie es gut. Machen Sie es besser. Oh Gott, ich bin ja so froh, dass du nichts von der Party gesagt hast. Was für eine Party? Deswegen habe ich dich ja herbestellt. Das nächste Mal sag mir das bitte am Telefon. Ich bin ja offensichtlich genau im richtigen Moment reingeplatzt. Ich dachte, du und Laura, ihr seid befreundet. Sind wir auch. Und Ethan und ich sind es auch. Deine Fantasie geht wieder mal mit dir durch. Hör zu, ich wollte dich bitten, die große Feier mit mir vorzubereiten. Würdest du mir jetzt endlich sagen, wovon überhaupt die Rede ist? Wir gehen jetzt ins Gemeindezentrum und schmieden Pläne. Pläne wofür? Für das absolute Mega-Ereignis in dieser Stadt. Ethan Eschers Siegesparty. Kann doch nicht sein. Was soll denn das? Oh, das? Ja, das. Ich habe angenommen, dass sogar du es mittlerweile kennst. Wieso? Wer kennt es denn noch außer mir? Das Ding hängt in der ganzen Stadt aus.
Oh, ich mach sie fertig. Das ist sie nicht wert. Dir ist es offenbar völlig egal, ob du ein Bezirksstaatsanwalt wirst. Doch wir führen eine respektable Kanzlei und unsere Klienten sind bestimmt nicht davon entzückt. Ich habe wirklich einen anstrengenden Tag hinter mir. Musst du es mir jetzt noch so schwer machen? Entschuldige, doch es kann nur noch schwerer werden, so wie Gina dich im Würgegriff hat. Es tut mir leid, ich habe sie nicht angestiftet zu diesem Blödsinn. Brüll mich nicht an, das ertrage ich nicht. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Dann sag nichts. Lass uns die Ruhe für einen Moment genießen und Händchen halten. Erzähl schon, was war so schwer? Weißt du, Eden hat mir gerade wegen meines gestrigen Fernsehauftritts die Leviten gelesen und davor bin ich noch kurz bei Dad vorbeigefahren, um Greg sein Geburtstagsgeschenk vorbeizubringen. Ich wusste gar nicht, dass Greg heute Geburtstag hat. Oh ja, er ist 18 geworden. Und weißt du, was der Alte sich als Überraschung ausgedacht hat, weil sein geliebter Sohn volljährig geworden ist? Er gründet ein neues Unternehmen. Capwell und Sohn, nicht Söhne. Nein, nur Sohn. Und dreimal darfst du raten, um welchen Sohn es sich handelt. Wenn du mich fragst, sei heilfroh. Du hast schon genug Probleme mit deinem Vater. Zusammenarbeiten müsst ihr nicht nochmal. Der gerät völlig aus dem Häuschen vor Freude, wenn ich die Wahl gegen Escher verliere. Könnte es sein, dass noch jemand anderes aus dem Häuschen gerät? Was? Ich frage ja bloß, hat Donnell dir zufälligerweise vorgeschlagen, die Wahl zu verlieren? Was machen Sie denn hier? Sehen Sie, das hier ist Ihre Kündigung. Wie wäre es, wenn wir Sie einfach zerreißen? Nein, ich will nicht mit Leuten arbeiten, die nachts bei mir einsteigen und heimlich meinen Safe ausräumen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie der Einbruch in Ihrem Büro sehr aufgewühlt hat. Das ist verständlich. Aber in letzter Zeit ist im Hotel sehr viel gestohlen worden. Oh, bitte Sie. Sie sind für Tonnell eingebrochen. Allerdings bin ich auch nicht so naiv, wie Sie denken. Ich bewahre die wichtigsten Papiere nicht in meinem Büro auf. Kelly, so etwas trauen Sie uns zu? Ich habe doch nie in Ihrem Privatleben rumgeschnüffelt. Sie können mich mal. Ich kann ja nur ahnen, was Robert Ihnen aufgetischt hat, aber Sie sollten nicht darauf hereinfallen. Sie könnten uns ungemein hilfreich sein. Ich würde um nichts in der Welt für Sie oder Tonnell arbeiten. Leute wie Sie sind Gesindel. Natürlich lassen wir uns die Zusammenarbeit auch was kosten. Das lässt Tonnell ausdrücklich ausrichten. Wie wäre es, wenn Sie sich unser Angebot erstmal anhören und Ihre albernen Vorurteile einfach vergessen? Ich bin nicht interessiert und daran ändert sich auch nichts. Kriegen Sie das endlich in Ihren Schädel? Merkwürdig. Beneidenswert, wie Robert auf Frauen wie Sie wirkt. Diese Entscheidung hat nichts mit Robert zu tun. Ach ja? Sagen Sie mal, dass Sie sich alle im Bar verlieben, liegt das bei Ihnen vielleicht in der Familie? Oder wärmen Sie sich nur ein bisschen im Glanz Ihrer Schwester? Und ein angewärmtes Bett bietet sich doch geradezu an. Raus hier, und zwar sofort! Ich glaube, Sie machen da einen Fehler. Robert benutzt Sie, Schätzchen. Ich beobachte das schon seit einer ganzen Weile. Sie hoffen, dass er Sie eines Tages doch noch liebt. Aber lassen Sie sich eines gesagt sein. Es gibt nur eine Frau, an der er jemals wirklich interessiert war. Sicher, er lässt sie an sich rankommen und vielleicht können sie ihn ja eine Weile halten. Doch sie werden ihm niemals so viel wie Eden bedeuten. Los, raus hier! Verschwinden Sie, bevor ich die Polizei hole! Oh, einen wunderschönen guten Morgen! Was wollte der Typ hier? Darüber will ich jetzt nicht reden. Ach ja, weißt du vielleicht, wo sich Robert aufhält? Ich komme auch wieder raus. Halt die Klappe! Soll ich die Jungs von Ihnen grüßen? Tun Sie das, Frank. Sie fehlen uns. Schauen Sie doch einfach mal bei uns rein. Mach ich. Den sehen wir wohl so bald nicht wieder. Ein Glück, dass wir den los sind. Kannst du mir das hier erklären, Ricky? Ich warte. Ich kann nur Gott danken, dass du sie gefunden hast. Du hast in allerletzter Sekunde meinen Hals aus der Schlinge gezogen. Dein Hals steckt noch in der Schlinge. Ich hätte dich gleich mitverhaften sollen. Verdammt nochmal. Hör zu, ich werde dieses Zeug von hier wegschaffen. Ich übergebe es an die richtigen Leute und dann hat der ganze Spuk ein Ende. Ich bringe das wieder in Ordnung, wirklich. Und wie willst du das anstellen, wenn ich fragen darf? Der Kerl hätte dir doch gerade fast die Kehle durchgeschnitten. Ich kenne den Typ nicht weiter und normalerweise schließe ich auch keine Geschäfte mit ihm ab. Die fährst du nicht an, ehe du nicht alles auspackst. Finger weg. Ich höre.
Was weißt du über den Typen? Ich sagte doch schon, ich kenne diesen Typen nicht mehr. Ich weiß nicht mal, woher er ist. Du bist zwar mein Bruder, doch ich schwöre dir, ich mach dich fertig, wenn du jetzt nicht mit der Wahrheit rausrückst. Ich hab dir die Wahrheit gesagt. Verdammt nochmal, Cruz, warum glaubst du mir nicht? Er ist vor einiger Zeit mal abends in der Bar aufgetaucht und hat mir erklärt, ich soll zum Franzosen kommen. Woher kennst du den Mann? Den kenne ich auch nicht, keine Ahnung. Natürlich kennst du ihn. Der wollte was von mir. Der Kerl hat sogar richtig nach mir suchen lassen. In der ganzen Stadt. Irgendjemand in Paris hat ihm gesteckt, dass ich hier bin. Frag mich nicht, wer. Lass dir was Besseres einfallen, klar? Ja, wie denn? Mehr weiß ich nicht. Das ist die Wahrheit. Ich stand mit dem Rücken zur Wand und hatte keinen Pfennig in der Tasche. Ich dachte, wenn du die Geschichte jetzt noch durchziehst, kriegst du wieder Boden unter den Füßen. Fragen habe ich nicht gestellt. Solche Leute fragst du lieber nicht. Je weniger du weißt, desto besser. Genau, und deine Kontaktadresse hast du natürlich auch nicht. Das rechnet ja keiner diese damit, dass das schief geht. Leute, die kontaktieren mich. Ich weiß wirklich nicht mehr. Du musst mir die Steine geben. Ich kann sonst für nichts garantieren. Ich weiß nur, dass ihr sie zurückholt. Leider ist es eben nicht so einfach. Denn mittlerweile steckt mein Hals genauso tief in der Schlinge. Und deswegen kriegst du sie nicht. Die Steine brauche ich zur Sicherheit und ich erwarte, dass du mir hilfst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für eine Angst habe. Gut, ich mach mit. Entschuldige, dass du solche Anstrengungen ausstehen musst, meinetwegen, aber keine Sorge, Kleiner. Wir fangen nicht eher an, ehe du mir nicht alles haargenau erzählt hast. Ich hab dir schon alles erzählt. Ich glaube dir kein Wort. Denk in aller Ruhe nach. Cruz. Du hörst von mir. Oh Mist. Die Wahl verliere habe ich nie gesagt. Oh, das könnte ja auch Taktik sein. Kannst du das Ganze denn nicht einfach ein wenig gelassener sehen? Kann ich nicht. Wieso ziehst du dich nicht aus dem Wahlkampf zurück? So einfach ist das nicht. Warum? Weil Tunnel möchte, dass du haushoch verlierst? Julia, halte dich da bitte raus, ja? Je weniger du dich da reinhängst, desto besser. Wir beide wissen doch, wozu der Mann fähig ist. Ich traue ihm, um ehrlich zu sein, jede noch so hinterlistige Gemeinheit zu. Ja, bitte? Ja, Brent, hallo, wo brennt's denn? Ach so, ja, die habe ich hier. Die liegen nebenan. Ich hole sie mal schnell. Augenblick, ja? Wir sind noch nicht fertig. Brent, ich muss die Papiere im Büro liegen gelassen haben. Könnten Sie Karen bitten, Ihnen die Zahlen durchzugeben? Aha. Ihnen auch, danke. Wiederhören. Was für eine Vereinbarung hat Kelly mit Robert Barr abgeschlossen? Das ist sehr unartig von dir. Ich kann es nicht leiden, wenn du in meinen Sachen rumwühlst. Ach, so ist das neuerdings. Wir legen zweierlei Maß an. Ich soll alle Karten auf den Tisch legen und du hüllst dich in Geheimnisse. Das hier ist eine rein berufliche Angelegenheit. Na, was denkst du, was meine Kandidatur ist? Das kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Ich vertrete Kelly. Gegen Barr? Von mir erfährst du nichts. Das ist doch aus den Papieren ersichtlich. Wenn du noch einen Funken Moral im Leibe hättest, was ich, um ehrlich zu sein, nicht so recht glauben kann, würdest du ganz schnell vergessen, was du gesehen hast. Ich muss wissen, ob Kelly sich mit Robert Barr eingelassen hat oder nicht. Du nervst mich. Na schön. Ich mache dir einen Vorschlag. Du hörst damit auf, mich zu löchern und wir sind quitt. Ich wollte Kelly eigentlich nur Ärger ersparen, mehr nicht. Ach ja? Da wüsste ich doch was. Wieso sagst du nicht deinem neuen besten Freund, er soll sie in Ruhe lassen, hm? Würdest du so liebenswürdig sein und mir meine Tasche geben? Danke, Liebste. Schönen Tag noch. Wie kommst du darauf, dass ich weiß, wo Robert ist? Mein Gott, weil, so wie er sich bemüht hat, ständig in deiner Nähe zu sein, hätte es doch gut sein können, dass er dir erzählt, wohin er fährt. Nein, das hat er nicht. Du arbeitest schließlich mit ihm, nicht ich. Nicht mehr. Kelly, was geht hier eigentlich vor? Warum warst du eben so verstört, dass Craig hier war? Er ist ein Idiot. Weiß er denn nicht, wo Robert ist? Nein. Es ist aber ungeheuer wichtig für mich. Hast du nicht zumindest eine Ahnung, wo er im Augenblick ist?
Nein, wenn ich's wüsste, würde ich's dir doch sagen. Ja, natürlich. Weißt du, in der letzten Zeit sind mir eine Menge Andeutungen sehr merkwürdig vorgekommen. Glaubst du, dass er in Gefahr ist? Es würde mich nicht überraschen, wenn ich überlege, mit wem er alles Geschäfte macht. Was hast du denn? Gar nichts. So, sag es mir. Ach, weißt du, ich hatte gerade so einen Einfall, doch das Ganze ist so abwegig, das kann ich gar nicht erzählen. Ach, ich hatte einen Traum. Über Robert? Ja. Als ich erfahren habe, dass er die Stadt verlässt, da träumte ich, dass er mir Blumen schenkt. Das hast du geträumt? Ja, ja, das habe ich. Und es waren weiße Rosen. Er stand bei mir vor der Tür und ich habe ihn hereingelassen. Und ich dankte ihm für die Rosen, die wirklich traumhaft aussahen. Ich sagte zu ihm, dass Cruz jeden Augenblick kommt und dass er nicht bleiben kann. Da wurde er plötzlich sehr traurig. Er sagte, er hätte noch was für mich und gab mir eine rote Rose. Sein Hemd war voller Blut. Robert war angeschossen. Du hast doch schon mehrere Träume gehabt, die sich dann später bewahrheitet haben. Glaubst du, dass da was dran ist? Kelly, das weiß ich doch auch nicht. Er ist doch hoffentlich nicht in Gefahr. Seit wann sorgst du dich um ihn so? Ich war ja schließlich auch lange angestellt bei ihm. Jetzt hör mal zu, ich weiß sehr gut, wie es ist, wenn man sein Herz an Robert Barr hängt. Und ich will nicht, dass dir wehgetan wird. Wie soll mir denn wehgetan werden? Ihm liegt doch nur was an dir, das weiß doch jeder. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann im Augenblick sagen, was ich will. Du bekommst es immer in den falschen Hals. Ich bin besorgt um dich. Ich möchte nur, dass du vorsichtig bist. Das werde ich schon. Pass mal auf. Ich weiß ja nicht, was passiert ist. Aber wir standen uns einmal sehr nah und ich würde zu gerne wissen, was du jetzt gegen mich hast. Sag mal, Arturo, was hat es mit dem anderen Teil des Tunnels eigentlich auf sich? Ganz einfach, da besteht Einsturzgefahr. Willst du mich verarschen? Da ist doch alles genauso stabil wie hier. Ich habe die Arbeitsausrüstung gesehen. Was geht da vor? Sie stellen zu viele Fragen, mein Freund. Vielleicht, weil ich nie eine richtige Antwort kriege. Sie werden dafür bezahlt, dass Sie Ihrer Arbeit nachgehen und Ihren Mund halten. Solange Sie in der Mine sind, gehören Sie uns. Von jetzt an stellen Sie keine Fragen und tun, was Ihnen gesagt wird. Ich gehöre mir ganz allein und sonst niemandem, mein Freund. Sie könnten hier mehr als Ihren Job verlieren. Ich warne Sie, Hände weg! Warte, ich lass mir doch von dir nicht diese Party aufhalsen. Ach komm schon, Bunny, zier dich nicht so. Ich möchte, dass sie im Dschungel stattfindet. Sieh dich doch hier nur mal um. Diese Räumlichkeiten sind viel zu mickrig. Hier ist es einfach nicht glamourös genug. Das hier ist ein völlig unangemessener Ort für einen Mann wie Ethan, der so eine Zukunft vor sich hat. Woher nimmst du deine Zuversicht, dass er gewinnt? Mit Abstand wird er gewinnen. Ich glaube ganz einfach an ihn. Ach so. Außerdem ist in dieser Stadt überhaupt nichts mehr los. Es ist langsam an der Zeit, dass hier wieder mal ein paar zügellose Partys steigen. Ja, warum muss ich unbedingt der Partylöwe von Santa Barbara sein? Entschuldige, die Rolle hatte ich mir zugedacht. Weißt du, diese rauschende Siegesfeier für Ethan, die soll ja eigentlich nur der Anfang sein einer ganzen Reihe von festlichen Abenden mit der bekanntesten Gastgeberin von Santa Barbara. Ach ja, eine Frage. Ziehst du das allein durch oder darf Mrs. Escher vielleicht auch noch was sagen? Ich finde, Laura hat im Augenblick schon genug am Hals. Ja, finde ich auch. Sie hat wirklich allen Grund zur Sorge. Angesichts der Tatsache, dass du ihr gerade den Ehemann ausspannst. Wenn du das noch einmal sagst, dann kannst du was... Na, was ist denn dann, Gina? Du musst doch nicht denken, dass ich blöd bin. Erzähl mir nicht, dass dich sein Wahlprogramm so begeistert hat. Ich glaube an alles, wofür Ethan Escher einsteht. Ach ja, wirklich? Sag doch mal, wofür er einsteht. Naja, er steht für Recht und Ordnung ein, so sagt man doch. Gerechtigkeit für alle. Na eben für dieses ganze gute Zeug. Gut, wenn du die Party nicht ausrichten willst, ich schaff's auch allein. Wo willst du denn hin? Ich gehe einen Partyservice engagieren. Der steht vor dir. Heißt das, du machst mit? Naja, ich habe schon so viel mit dir durchgemacht, dass ich dich jetzt nicht im Stich lassen kann. Das kann man laut sagen. Also, wie viele Luftballons willst du? Hunderte, Tausende. Oh, Buddy, du bist ein Schatz. Du lässt mich nicht hängen. Schon gut. Mal ganz davon abgesehen, dass dir jemand Händchen halten muss, sollte es zur Katastrophe kommen. Ich sollte langsam Geld verlangen, so viel Ärger habe ich dir schon erspart. Ist ja gut. Keine Bank der Welt wäre in der Lage, diese Summe aufzubringen. Ich bin überrascht, die hier zu sehen. Hier hätte ich sie nie vermutet. Ich habe gedacht, sie verscheuchen gerade Mason die Wähler.
Ich will von Michael eine Unterschrift haben. Ist er hier? Er ging kurz nach unserem Eintreffen und sagte, er kommt später zurück. Ach, übrigens, Julia, ist es nicht gelungen, das Poster mit mir und Mason kommt gut rüber, finden Sie nicht auch? Ja, das finde ich auch. Und ganz erstaunlich dabei ist, wie wenig er gealtert ist, seitdem das Foto aufgenommen wurde. Das Foto ist gerade erst ein Jahr alt. Ach so, das überrascht mich nun doch. Wenn man Sie so auf dem Foto sieht, denkt man glatt, es ist mindestens 10 Jahre alt. Das letzte Jahr hat bei Ihnen schreckliche Spuren hinterlassen. Entschuldigen Sie uns. Vanni und ich haben noch eine Menge wichtiger Dinge zu klären. Oh, ich bin überzeugt, dass Sie Michael noch finden werden. Sie haben ihn doch immer gefunden. Wollen Sie es nicht doch versuchen? Denken Sie darüber nach. Sie wären der erste Bezirksstaatsanwalt von Santa Barbara, mit dem Gina noch nie etwas gehabt hat. Kommst du, Vanni? Ach. Darüber will ich mit dir nicht sprechen. Ich will dir doch nur helfen. Wieso haltet ihr mich eigentlich alle für so hilflos? Ich komme alleine zurecht. Aber nicht mit einem Mann wie Barr, wozu auch immer er dich überredet hat. Du wirst in große Schwierigkeiten geraten. Ich habe es so satt, du tust, als ob ich ein Kind wäre. Ich habe euch alle satt, dich, Eden und Daddy. Ihr denkt alle, dass ich auf eure Hilfe angewiesen wäre. Wenn ich Mist gebaut habe, muss ich auch die Konsequenzen tragen. Nur bezweifle ich einfach, dass du auch die Tragweite dieser Konsequenzen übersiehst. Du ziehst einen Haufen Leute damit rein. Ich höre wohl nicht recht. Hast du dich denn um deine Mitmenschen in irgendeiner Weise gesorgt, als du für Monate verschwunden bist? Du machst einen großen Fehler, wenn du deinen Schlachtplan so zu begründen versuchst. Ich tauge nicht zum Vorbild. Bitte vergiss das nicht. Dann halt dich da bitte raus, Mason. Lass uns die Sache vereint durchstehen. Weißt du, wie oft Eden und ich darauf schon reingefallen sind? Wir sind auch noch doof genug, dir alles zu erzählen, was wir wissen. Und dann machst du doch wieder alles alleine und lässt uns im Regen stehen. Du hast so viel vor den Baum gesetzt in letzter Zeit, halte ich bloß nicht für unfehlbar. Du stellst dich auch nicht geschickter an. Auf deine Hilfe kann ich in dieser Angelegenheit verzichten. Du machst einen furchtbaren Fehler. Willst du nicht rangehen? Nein, nicht wenn du anwesend bist. Na schön. Wenn du irgendwann deine Meinung ändern solltest, weißt du, wo du mich findest. Deine hartherzige Zurückweisung verzeihe ich dir selbstverständlich. Zu freundlich. Ist noch was? Nein, ich bin ja schon weg. Renfield, haben Sie was rausgefunden? Das ist alles? Und was ist mit den anderen Orten, die ich Ihnen genannt habe? Ich verstehe ja. Über diese Mine weiß also niemand was. El Diablo. Ich werde Ihnen mal was sagen. Ich bin nicht Ihr Prügelknabe. Was ist los, Aristides? Ich will, dass der Kerl verschwindet. Ich bin nicht blöd. Ich habe gesehen, wie er dich angestarrt hat. Ich weiß, wieso du ihn eingestellt hast. Ich will ihn hier raushaben. Sofort! Sie sind gefeuert! Geh schon. Du kannst mich doch nicht einfach... Du sollst gehen! Ich sehe doch, wie er dich anstarrt. Kannst du mir mal sagen, was das sollte? Der soll ruhig denken, ich hätte ihn aus Eifersucht gefeuert. Sonst hast du keine Probleme. Wir haben schon so viele Männer verloren. Und wenn's so weitergeht, verlieren wir noch mehr. Ich will ihn nicht hier haben, klar? Er stellt zu viele Fragen, das ist zu riskant. Es steht zu viel auf dem Spiel, so kurz vor Tonnells Ankunft. Ich habe auf dich gewartet. Hallo? Mit dir habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und, wie war dein Tag? Nicht besonders. Wie war deiner? Naja, zunächst allerlei Familienknatsch und danach bin ich rumgefahren. Hat denn deine Mutter schon die Kinder gebracht? Nein, noch nicht. Aha. Was ist los? Nichts. Das regelt sich irgendwie. Hey, hier geblieben. Setz dich. Raus mit der Sprache. Naja, du kennst doch meine Familie. Ich krieg keine klare Antwort von Mason und mit Kelly ist es unmöglich geworden, eine Unterhaltung zu führen. Ich glaube, dass sie irgendwas mit Robert vorhat, ja. Weiß sie denn, wo er sich aufhält? Nein, deshalb war sie auch ziemlich verstört. Wenn ich dir einen Rat geben darf, durch diese Sache muss sie allein durch. Dass gerade du das sagst, finde ich ausgesprochen witzig. Immerhin hast du mit deinen Geschwistern genau die gleichen Probleme wie ich. Du mischst dich doch ständig in alles ein, oder? Sag mal, wie geht es eigentlich deinem Bruder? Tja,
Wenn man so will, unverändert. Er hat eine Bitte an dich, und zwar möchte er gerne heute Nacht hier schlafen. Klar. Augenblick mal, ehe du jetzt ja sagst. Er will sich hier bei uns verstecken, weil er Diamanten im Wert von 1 Million Dollar bei sich hat, die eine Menge anderer Leute auch gern hätten. Diamanten? Ja. Er ist doch ausgestiegen, seit er wieder in den Staaten ist. Dachte ich auch, aber offensichtlich haben ihn ein paar von seinen alten Kumpels besucht und jetzt hat er Angst, dass sie ihm das Fell über die Ohren ziehen. Für wie lange gibt er uns die Ehre? Nur diese Nacht. Ich kümmere mich darum, dass seine kleine Lieferung morgen umgeleitet wird. Gut, einverstanden. Dann sag ihm, er kann für eine Nacht hier bleiben. Danke. Ich muss ja nicht sofort losspringen und ihn holen, oder? Nein. Julia? Hallo? Mr. Tonnell, ich halte es für unklug, mich hier anzurufen. Ja, wie schon gesagt, zurzeit läuft alles sehr zufriedenstellend. Ja, ich weiß, dass Bar die Stadt verlassen hat, aber Sie brauchen ihn ja nicht mehr. Nein, ich habe noch nicht herausgefunden, wohin. Selbstverständlich, ich werde sehen, was sich da machen lässt. Ja, ich weiß. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, Sir. Kelly, ich kann bloß hoffen, dass du weißt, worauf du dich da eingelassen hast. Nein, von da brauche ich einen Inlandsflug. Kein Flugplatz? Ah ja, können Sie herausfinden, wie der Ort zu erreichen ist? Es ist sehr wichtig für mich. Ich muss da so schnell wie möglich hin. Danke. Wo willst du hin? Ich hoffe nur, du machst keine Dummheiten. Hast du aus den Unterlagen was herausbekommen? Wie erwartet, hat Bar seine Hausaufgaben erledigt. Aus der Gesellschaft kommst du so leicht nicht raus. Das dachte ich mir schon. Kannst du das hier für mich an einem sicheren Ort aufbewahren? Geht klar. Mason war hier. Tut mir leid, er hat kein Wort von mir erfahren. Aber er hat vorhin meine Aktentasche durchwühlt. Er hat nur deinen und Bars Namen gefunden. Ich wusste ja, ihr blufft nur. Stell jetzt nur keine Dummheiten an, Kelly. So ein Blödsinn, was soll ich denn anstellen? Ich will mal Urlaub machen und verreise. Ach ja? Wo geht denn die Reise hin? Zu einer Freundin nach Italien. Ach so. Sie wohnt in Florenz und von da aus machen wir vielleicht noch einen kleinen Abstecher in den Süden. Vielleicht gibst du mir ihre Telefonnummer, falls irgendwas ist, dass ich dich erreichen kann. Ich rufe dich von Italien aus an. Du willst Bar suchen, nicht wahr? Ich melde mich schon. Danke für alles, was du getan hast. Versprich mir, dass du vorsichtig bist. Ja, natürlich. Ich will doch einfach nur mal ein bisschen aus der Stadt rauskommen, nichts weiter. Ruf mich bitte an. Ja, hallo, Kelly Capwell. Und, haben Sie was herausgefunden? Ah ja, sehr schön. Können Sie mir gleich im ersten Zug, der nach der Landung abfährt, einen Platz reservieren? Ja. El Diablo. Du hast gar keine Wahl. Aristides hat mir gesagt, ich soll dich in einen Zug Richtung Küste setzen. Der hat mir überhaupt nichts zu sagen. Ach so? Aber ich, Alter, wenn dir dein Leben was wert ist, dann hau ab. Soll das heißen, dass der Kerl mir ans Leder will? Ich werde dir mal was sagen. Hier hat sich schon mal einer mit Aristides angelegt. Und er war einen Tag später weg. Der ist nie wieder aufgetaucht. Vielleicht war es ja ein Unfall. Das werden wir nie erfahren. Ach so, jetzt verstehe ich. Aristides hat ihn umgelegt. Lass uns allein. Wird's bald. Dein Benehmen vorhin war sehr töricht. Dieser Aristides ist ein Schwachkopf. Bringst du mir meinen Lohn? Diesen Job verlasse ich ausgesprochen ungern. Tja, vielleicht lässt sich da noch was einrenken. Ach, ich hasse unerledigte Dinge. Ich auch. Also, worauf wartest du? Ach.
Hallo, wollen wir es mal versuchen, Süßer? Hast du die Diamanten mitgebracht? Nicht so schnell, ja? Vorher wolltest du mir ja noch ein bisschen was erzählen, nicht wahr? Und was? Du erzählst mir alles, was du weißt. Haben Sie wirklich angenommen, dass Ihre Freunde mich einlochen, Castillo? Tja, Ihre Karten sehen nicht gut aus. Sie sollten besser aufgeben. Und du? Gibst mir wohl besser, was ich will. Bei unserer nächsten Begegnung haben wir uns verstanden. Setz mir den auf die Rechner. Hast du dir die Stimme verschlagen? Was läuft hier? Wieso ist der Kerl wieder frei? Genau das versuchen wir jetzt rauszufinden. Wir gehen angeln. Und als Köder nehmen wir dich. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.